Herzlich willkommen zur Vorlesung Schuldrecht Römisch 1, Dienstag, 21. Juni 2016, der Tag nach der Probeklausur. Ich habe mir die Probeklausuren stichprobenartig durchgesehen. Ein Großteil ist gut gelungen. Wir müssen uns allerdings nochmal über die rein optische, formale Gestaltung unterhalten. Also, Sie sollten schon einen Korrekturrand lassen, der ungefähr genug Platz gibt zum Schreiben. Und Sie sollten versuchen, auch einseitig zu schreiben und nicht die Rückseite mit zu benutzen. Das scheint mir schon aus humanitären Gründen für die Leute, die es lesen müssen, geboten. Aber dazu kommen wir noch, nicht heute, sondern kurz vor der richtigen Klausur, damit Sie das auf keinen Fall falsch machen und ich Ihnen dann sagen kann, ich habe es Ihnen vorher gesagt. Heute sind wir noch immer bei 280 folgende. Ich habe Ihnen gesagt, das ist das wichtigste Thema überhaupt im ganzen Schuldrecht. Deshalb machen wir da auch weiter. Wir haben letzte Woche Donnerstag uns nicht gesehen. Stattdessen waren Sie überrascht und haben hier einen gut aussehenden jungen Herrn, Herrn Meinka aus Düsseldorf gesehen, der mein Doktorand ist. Und der Ihnen viele tolle Dinge beigebracht hat. Ob das erfolgreich war, sehen wir dann gleich. Ja, unser Zeitplan, wenn Sie sich die Gliederung der Vorlesung im Internet angesehen haben, sehen Sie, wir sind noch ungefähr drin. Wir bewegen uns heute bei Schaden und Aufwendungen, kommen dann zu Einreden, insbesondere zum Zurückbehaltungsrecht, und machen danach weiter mit dem, worauf Sie sich schon das ganze Semester gefreut haben, nämlich dem Kaufvertrag. Dann gucken wir uns an, 433, 34, 35 und so weiter, bis einschließlich 480. Und danach kommt dann spannenderweise der Mietvertrag und immer so weiter, sehen Sie ja in der Gliederung. Also, heute nochmal 280. Das mache ich nicht deshalb, um Sie zu schikanieren, sondern weil 280 total wichtig ist. Und Sie müssen 280 im Schlaf beherrschen. Man muss Sie nachts um 4 wecken können und Sie fragen können, was sind die Voraussetzungen von 280? Das müssen Sie dann wissen. Zu jeder Tages- und Nachtzeit. So viel ist das nicht, was man wissen muss. Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter und 280. Und wenn Sie jetzt falsch antworten, dann sage ich das dem Herrn Meinka und dann ist er beleidigt. Ja, jetzt haben Sie die letzte Chance noch abzustimmen und Herrn Meinkas Ruf zu retten und dann schauen wir mal. Fangen wir mal oben an. Vertreten müssen und verschulden bedeuten das Gleiche. Da steht, das stimmt nicht. Warum stimmt das denn nicht? Was ist denn der Unterschied zwischen verschulden und vertreten müssen? Ja? Ja. Verschulden heißt nur Vorsatz oder Fahrlässigkeit. Eins von zweien. Vertreten müssen bedeutet dagegen auch eine Erweiterung durch Übernahme einer Garantie. Oder auch die Zurechnung von fremdem Verschulden nach 278. Das heißt, vertreten müssen ist der weite Begriff, verschulden ist der enge Begriff. Zweite Aussage. Auch wer nur für eigenübliche Sorgfalt haftet, darf nicht grob fahrlässig handeln. Wo steht das? Das steht in § 277. Ja, da steht in § 277. Das heißt, die Untergrenze ist grobe Fahrlässigkeit. Dümmer als der Dümmste dürfen Sie nicht sein. Was heißt denn eigenübliche Sorgfalt sonst? Heißt eigenübliche Sorgfalt allgemein dasselbe wie grobe Fahrlässigkeit?
Was heißt denn eigenübliche Sorgfalt? Das heißt, wenn jemand sonst sehr sorgfältig ist, muss er auch hier sehr sorgfältig sein. Wenn jemand sonst eher schlampig ist, darf er auch hier eher schlampig sein. So ist es. Gründliche Menschen müssen genauso gründlich sein, wie sie in ihren eigenen Angelegenheiten sind. Schlampige Menschen können da genauso schlampig sein, wie sie mit ihren eigenen Sachen sind. Das heißt, man guckt, wie gründlich ist der Mensch. Wenn Sie so Mr. Monk haben, dann können Sie das sehr gründlich machen. Und wenn Sie irgendwie so einen Schlamper haben, dann kann der so rumschlampen, wie er es auch sonst immer tut. Das heißt eigenübliche Sorgfalt. Und die Untergrenze ist grobe Fahrlässigkeit. Das heißt, was der Dümmste macht, muss auch ein schlampiger Mensch machen. Man kann die Haftung für grobe Fahrlässigkeit nicht ausschließen. Das ist durchgestrichen. Wann oder auf welchem Wege können Sie die Haftung für grobe Fahrlässigkeit nicht ausschließen? In AGB. Und wo steht das, dass Sie die Haftung in AGB nicht ausschließen können für grobe Fahrlässigkeit? Ja? Ja, Paragraph 309, Nummer 7b. Können Sie denn individualvertraglich die Haftung für grobe Fahrlässigkeit ausschließen? Ja? So ist es. 276 Absatz 3 sagt, Sie können nur die Haftung für Vorsatz nicht ausschließen. Also im Umkehrschluss können Sie die Haftung für grobe Fahrlässigkeit sehr wohl ausschließen. Also individualvertraglich geht das, daher ist die Aussage falsch. Das Vertreten müssen entfällt, wenn ein anderer allein oder weit überwiegend verantwortlich ist. Was hat Ihnen der Herr Meinka hoffentlich dazu gesagt? Was prüfen wir nur beim Vertreten müssen? Ja, wir gucken nur, ob der Schuldner auch nur ein bisschen verantwortlich ist. Wenn der auch nur 0,00000001% verantwortlich ist, hat er vertreten müssen. Vertreten müssen setzt nicht voraus, dass er allein verantwortlich, überwiegend. Ob jemand anderes auch verantwortlich ist, spielt er überhaupt keine Rolle. Das erwähnen Sie bitte mit keinem Wort. Wenn im Vertreten müssen steht, aber der Geschädigte hat ja auch Schuld oder ein Dritter war ja auch verantwortlich, das ist schlicht falsch. Das hat dann nichts verloren. Es geht nur auf den konkreten Schuldner. Meine Güte, das halt ja furchtbar. Also, Sie gucken nur auf eine Person. Ja? Was andere machen, ist völlig egal. Das ist genau wie bei der Klausur, Sie gucken auf Ihr Blatt, nicht auf das Blatt Ihres Nachbarn. Letzte Aussage. Nach 278 BGB haften Kinder für ihre Eltern. Warum könnte das so sein? Ja, nach 1626, 1629 werden Kinder durch ihre Eltern gesetzlich vertreten. Das heißt, wenn das Kind eine Pflicht hat, sind die Eltern gesetzliche Vertreter und das Kind muss sich das Vertreten oder das Verschulden seiner Eltern nach 278 BGB zurechnen lassen. Die Eltern sind die gesetzlichen Vertreter des Kindes, also haftet das Kind für seine Eltern. Ja, jetzt sind Sie ganz erstaunt. Das wussten Sie nicht. Dabei hat Herr Meinka es auch mit Ihnen gemacht. Was Herr Meinka nicht mit Ihnen gemacht hat, ist diese Frage, die sich bezieht auf die Vorlesung von letzten Dienstag. Schauen wir mal. Alles richtig. So,
Bei Schadensersatz statt der Leistung wird die Leistung durch eine Geldzahlung ersetzt. Woraus ergibt sich das? Das ergibt sich aus dem Gesetz. Warum kriegen Sie Leistung, Geld statt Leistung? Ja. 250, meinen Sie? Passt der? Da geht es um eine andere Fristsetzung, dummerweise. Ja? Ja, 281 Absatz 4 BGB sagt, Sie können die Leistung nicht mehr fordern. Jetzt wissen wir aber, im Schadensersatzrecht gibt es nicht nur Geld, es gibt möglicherweise auch andere Sachen. Welche Norm im Schadensersatzrecht sagt uns, dass ich hier auf jeden Fall nur Geld bekommen kann und keine Naturalrestitution? Ja? Ja, 251 Absatz 1. Die Naturalrestitution ist rechtlich unmöglich, weil der Anspruch auf die Leistung gerade ausgeschlossen ist. Also gibt es hier in jedem Fall Geld. Also 281.4 sagt, ich kann die Leistung nicht mehr fordern in Natur. Und 251 Absatz 1 sagt, weil ich sie nicht mehr in Natur fordern kann, gibt es stattdessen Wertersatz in Geld. Gut, das ist der einfache Teil. Nächster Schritt. Wenn die Leistung noch möglich und fällig ist, kommt es darauf an, ob der geltend gemachte Verlust durch Erbringung der Leistung entfallen würde. Das ist schlicht die Folge aus dem oberen Satz. Wenn ich die Leistung noch bekomme und mein Verlust entfällt, dann ist sozusagen der Verlust und die Leistung das Gleiche. Dann ersetzt das, was ich als Verlust geltend mache, genau die Leistung. Das heißt, es ist die Folgerung aus dem oberen, dass dieser Satz ebenfalls stimmt. Jetzt kommen wir zum schwierigen Teil. Bei absoluten Fixgeschäften ist der Ersatz von Verdienstausfällen wegen Versäumung des Leistungszeitpunkts immer Schadensersatz statt der Leistung. Warum ist das so? Da müssen wir nochmal ganz logisch rangehen. Die Leistung ist nicht nachholbar, das heißt, sie muss an dem Termin erfolgen. In dem Moment kommt aber gar nicht mehr in Betracht, dass ich die Leistung kriege. Ja? Das heißt, die Leistung danach ist ohnehin schon unmöglich. Also kann ich danach ohnehin nur Geld statt der Leistung bekommen. Aus dem schlichten Grunde, weil die Leistung ohnehin ausgeschlossen ist nach 275. Das heißt, alles, was entsteht nach dem vereinbarten Zeitpunkt, kann nur die Leistung ersetzen, weil die Leistung darf ja nicht mehr erbracht werden. Die Leistung ist ausgeschlossen, also alles danach statt der Leistung. Genau, das ist wie beim Rücktritt. Auch beim Rücktritt erlischt die Leistungspflicht in dem Moment, wo ich zurückgetreten bin. Und alles, was danach ist, ist statt der Leistung, weil es keine Leistung mehr gibt. Alles, was davor ist, ist neben der Leistung. Letzter Punkt, Schadensersatz aufgrund des Ausbleibens nach Rücktritt, immer Schadensersatz der Leistung. Schlicht das gleiche Argument. Was danach ist, kann nur an die Stelle der Leistung treten, denn es gibt ja keine Leistungspflicht mehr. Das heißt, ersetzt automatisch die Leistung. So, dann habe ich noch mal so ein paar Verständnisfragen zum Verzug, den der Herr Meinke auch noch mal mit Ihnen gemacht hat. Und dann schauen wir mal, ob Sie das verstanden haben. Und wir sehen, da stimmt keiner ab. Entweder weil es kaputt ist. Nein, da stimmen Leute ab. Also ist doch nicht kaputt. Oder weil die Frage zu schwer ist.
Der Gläubigerverzug ist eine Pflichtverletzung im Sinne von 280. Das stimmt nicht. Jetzt sagen Sie, wieso stimmt das denn nicht? Was ist denn der Gläubigerverzug? Ja, der Gläubigerverzug ist eine reine Obliegenheit. Das heißt, der Schuldner entwickelt daraus keine Rechte, nur der Gläubiger verliert bestimmte Befugnisse. Zum Beispiel 300, die Haftung des Schuldners wird herabgesetzt, 300 Absatz 2, die Gefahr geht über. Der Gläubigerverzug ist keine Pflichtverletzung. Eine Pflichtverletzung ist demgegenüber der Schuldnerverzug in 286. Also Gläubigerverzug 293, keine Pflichtverletzung. Schuldnerverzug 286 ist Pflichtverletzung. Ja, zweite Aussage, die Nichterbringung der Leistung trotz Fälligkeit führt nur den zusätzlichen Voraussetzungen zu 286 BGB zum Verzug. Ja, das ist der ganze Sinn der Norm, dass man sagt, wir brauchen das vertreten müssen und grundsätzlich eine Mahnung bzw. ausnahmsweise einen der Fälle des 286 Absatz 2 oder Absatz 3. Verzug spielt nur in Bezug auf Schadensansprüche eine Rolle. Das ist hier durchgestrichen. Welche sonstigen Folgen des Verzuges kennen Sie denn? Ja? Ja, nach 288 gibt es eine Verzinsung, nämlich nach Absatz 1 grundsätzlich 5%, nach Absatz 2 bei Entgeltforderungen gegenüber Unternehmern 9%. Der Kollege sagt, Haftungserleichterung für den Schuldner, 300 Absatz 1, ist das eine Folge des Verzugs? Wovon ist 300 Absatz 1 eine Folge? Ja, von dem Angebot an sich, sagt der Kollege. Was meint er rechtlich? Wovon ist 300 Absatz 1 BGB eine Folge? Was setzt er voraus? Ja. Annahmeverzug. Warum ist Annahmeverzug nicht dasselbe wie Verzug? Da steht auch Verzug des Gläubigers. Warum ist das nicht dasselbe? Wo ist denn da der Unterschied? Wo ist der Unterschied zwischen Annahmeverzug und dem Verzug, den wir hier meinen, im Sinne von 286? Was setzt der Annahmeverzug voraus, was 286 nicht voraussetzt oder umgekehrt? Da steht doch Verzug des Gläubigers, klingt doch so wie 286. Ja? Ja, also für den Annahmeverzug kommt es nur darauf an, dass der Gläubiger entweder die angebotene Leistung nicht annimmt oder eine wörtlich angebotene Leistung nicht wahrnimmt, das heißt nicht zur Anprobe geht oder die Leistung abholt, oder bei einem Termin die Leistung nicht annimmt oder zumindest abholt. Das sagen 294, 95 und 96. Es kommt nicht darauf an, ob er das zu vertreten hat. Es kommt nicht darauf an, ob er gemahnt worden ist. Es kommt nicht darauf an, ob einer der Fälle von 286.2 vorliegt. All das ist nicht Voraussetzung des Gläubigerverzuges. Der Gläubigerverzug sagt einfach nur, wer die Leistung nicht annimmt, ist im Gläubigerverzug. Und die Folgen des Gläubigerverzuges stehen deshalb auch nicht bei 280 folgende, sondern sie stehen bei 293 folgende. Das müssen Sie immer auseinanderhalten. Wenn das Gesetz spricht von Annahmeverzug, Gläubigerverzug oder Verzug des Gläubigers, meint es die Voraussetzung nach 293 folgende. Wenn das Gesetz von Verzug spricht, ohne eine Einschränkung, oder von Schuldnerverzug, dann meint es den Verzug nach 286. Also Sie müssen immer überlegen, welcher Verzug ist gemeint. Verzug des Gläubigers oder Verzug des Schuldners. Ja, aber wir waren dabei,
Folgen des Schuldnerverzuges nach 286. Wir haben gesehen, erstens, Grundlage für Schadensersatz nach 280 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2. Zweitens, Grundlage für Verzugszinsen nach 288 Absatz 1 oder Absatz 2. Haben wir noch weitere Folgen des Verzuges? Ja? Ja, 287 BGB, der hat zwei Sätze. Der erste Satz sagt, wenn der Schuldner vorher nicht für Fahrlässigkeit haftete oder nur für grobe Fahrlässigkeit haftete, haftet er ab Eintritt des Verzuges auch für leichte Fahrlässigkeit, auch für leichteste Fahrlässigkeit. Das heißt, die Haftungsprivilegierung entfällt. Und Satz 2 geht sogar noch weiter, der sagt, der Schuldner haftet ab dem Moment auch für Zufall, es sei denn, der Schaden wäre auch beim Gläubiger eingetreten. Wenn da steht, er haftet auch für Zufall, meint das natürlich nur, er haftet für den zufälligen Untergang der Sache. Das heißt, wenn die Sache nicht mehr erbracht werden kann. Es meint nicht, dass er für Rücksichtnahmepflichten auch bei Zufall haftet. Also wenn den Gläubiger der Blitz trifft, haftet der Schuldner dafür nicht. Er haftet nur dafür, wenn er nicht mehr leisten kann. Ja, letzte Aussage, 286 BGB ist eine eigene Anspruchsgrundlage. Nein, das ist nicht der Fall, das sehen Sie schon am Gesetzeswortlaut, da steht nicht drin, kann etwas verlangen, sondern steht einfach nur drin, gerät in Verzug. Das ist was anderes. Das ist kein Anspruch. Anspruchsgrundlagen sind demgegenüber 281, 282 und 283, weil da immer drin steht, kann verlangen. Das heißt, wenn Sie da reingucken, sind das jeweils Anspruchsgrundlagen. Das ist ein Unterschied. Ja, letzte Wiederholungsfolie. Jetzt wird es schwierig. Ja, jetzt sind Sie überrascht. Ja. Schauen wir mal, ob Sie wirklich richtig liegen. Man könnte fast das Ganze als Zufallsstreuung ansehen. Also, fangen wir mit der ersten Aussage an. Mietet K. einen Ersatzgegenstand für die verspätet gelieferte Kaufsache, kann er die Mietzahlung als Schadensersatz neben der Leistung geltend machen. Wenn Sie vergleichen die zweite Variante, da heißt es, mietet einen Ersatzgegenstand für die verspätet überlassene geliehene Sache. Ja? Der Unterschied ist, im einen Fall ist es eine gekaufte Sache, im anderen Fall eine geliehene Sache. Dieser Unterschied muss sich auch irgendwie in der Antwort niederschlagen, denn wir können nicht alles gleich behandeln. Deshalb sehen Sie hier oben, das ist neben der Leistung, da unten, das ist statt der Leistung. Kann auch irgendjemand erklären, warum es bei dem Leihvertrag, wenn ich die verspätete Sache durch eine gemietete Sache ersetze, ein Schadensersatz statt der Leistung ist und umgekehrt beim Kauf neben der Leistung? Zeitpunkt entfallen, wenn man sich die Nacherfüllung dazu denkt.
Ja, also im Mietvertrag, können Sie sich vorstellen, wird für jeden Tag die Überlassung einer Sache geschuldet. Das heißt, es ist geschuldet Montag Gebrauchsüberlassung an einem Handy. Handy für Montag. Dann ist geschuldet Handy für Dienstag. Dann ist geschuldet Handy für Mittwoch. In dem Moment, wo ich das Handy Montag nicht bekommen habe, ist die Leistung für Montag unmöglich geworden. Ich kann das Handy für Montag nicht mehr bekommen, wenn ich es erst Dienstag kriege. Also ist Montag nicht mehr möglich und ich bekomme für den Montag Schadensersatz statt der Leistung. Ich bekomme statt dem Handy das Geld für ein Ersatzhandy. Ja? Weil Montag ist unmöglich, also statt unmöglicher Leistung Geld. Beim Kaufvertrag ist geschuldet, dass mir die Leistung übergeben und übereignet wird. Die Übergabe ist aber auch morgen noch möglich. Sie ist auch übermorgen noch möglich. Sie ist auch nächste Woche noch möglich. Und sie ist in 2 Jahren noch möglich. Das heißt, die Übergabe ist nicht unmöglich und ich ersetze nicht die Übergabe durch Geld. Ich ersetze nur den vorübergehenden Zeitraum. Das ist nicht die Leistung. Die Leistung ist nicht ein Zeitraum. Die Leistung ist, dass ich irgendwann das Handy endgültig habe. Also ist das neben der Leistung. Einverstanden? Bei Miete wird es jeden Tag wieder unmöglich. Beim Kauf muss es irgendwann mal endgültig sein, aber das kann auch irgendwann in ferner Zukunft sein. Alles, was vorher ist, ist rechtlich irrelevant. Gucken wir uns unseren zweiten Fall an. Der zweite Fall ist, es wird aufgrund eines fehlerhaften Plans ein Haus gebaut und einerseits haben wir hier Ersatz für einen Ersatzplan, also wie teuer ist ein Ersatzplan, und andererseits haben wir hier Abriss und Neubau des aufgrund des falschen Plans gebauten Hauses. Und Sie sehen hier, die Kosten für den neuen Plan wären statt der Leistung. Die Kosten für Abriss und Neubau sind nicht statt der Leistung. Warum ist das so? Ja? Ja, derjenige, der den Plan erstellt, der schuldet nur das Malen auf einem Papier. Mit einem Lineal muss der Linien ziehen. Der schuldet nicht, dass er Steine aufeinander stellt und ein Haus baut. Das heißt, wenn er seine Leistung jetzt noch ordentlich erbringt und einen schönen Plan erstellt auf DIN A-1, dann hat er bei diesem Plan wunderbar alles gemalt. Das Haus ist aber immer noch mangelhaft. Er darf aber das Haus gar nicht einfach verändern, weil das nicht seine Leistung ist. Seine Leistung ist nur zu planen. Das heißt, seine Planung hat mit dem Haus schlicht gar nichts zu tun und damit kann es nicht statt der Leistung sein. Der neue Plan ersetzt das mangelhafte Haus nicht. Also ist es neben der Leistung. Der neue Plan ersetzt nicht das kaputte Haus. Denn er muss nur planen, er muss nur malen und nicht mauern. Anders wäre es, wenn Sie einen Bauunternehmer haben. Beim Bauunternehmer, der schuldet eben nicht nur das Planen, sondern der schuldet das vernünftige Bauen. Das heißt, der müsste abreißen und neu bauen. Beim Bauunternehmer ist Abriss und Neubau statt der Leistung. Beim schlichten Planer ist es neben der Leistung, weil der eben nicht bauen muss, sondern nur zeichnen muss. Und das Nachholen des Zeichnens heilt das kaputte Haus nicht mehr. So. Herr Meinka hat mit Ihnen gesprochen über Schaden zuletzt. Sie wissen, wer den Schaden hat, spottet jeder Beschreibung. Und er hat den Schaden abgegrenzt, hoffe ich, von der Pflichtverletzung, die Sie vorher schon geprüft haben, die auf das Verhalten abstellt, also die Ursache des Schadens. Von Aufwendungen, die wir gleich machen, das sind erstens freiwillige Einbußen und zweitens auch nur Vermögenseinbußen. Und er hat hoffentlich Ihnen auch deutlich gemacht, nicht jeder Schaden ist eine Vermögenseinbuße. Wenn man zum Beispiel Sie
ihnen ihr Lieblingsplüschtier wegnimmt. Dann mag dieses Lieblingsplüschtier, was sie haben, seit dem Alter von 2 Jahren einen objektiven Wert von 0 haben. Denn keiner will dieses Plüschtier haben. Das ist alt und gammelig und verranzt. Aber sie haben eine enorme emotionale Bindung, weil all ihre Kindheitserinnerungen in diesem Plüschtier sind. Und deshalb, wenn sie es weggenommen bekommen, haben sie einen Schaden erlitten. Der Schaden ist nur kein Schaden im Geld, sondern ein Schaden, der immateriell ist. Oder, anderes Beispiel, wenn ich sie hier übelst beleidige und bloßstelle vor all ihren Kommilitonen, sodass sie anfangen zu weinen und alle sich nur über sie lustig machen, dann haben sie ein schlechtes Gefühl. Aber Geld hat sie das nicht gekostet, denn ihre Kommilitonen hätten ihnen nie Geld gezahlt. Das heißt, sie haben keinen materiellen Schaden. Und trotzdem kriegen sie möglicherweise ein Schmerzensgeld. Ja? Also ein Schaden muss nicht in Geld bestehen, der Schaden kann auch in anderen Dingen bestehen. Deshalb lautet die Definition, jede unfreiwillige Einbuße, die jemand an seinen rechtlich geschützten Gütern oder Interessen erleidet. Jedes. Auch das Plüschtier, auch ihre Ehre. Dann hat Herr Meinker mit Ihnen gesprochen über negatives und positives Interesse. Wenn Sie unbedingt diese Begriffe verwenden wollen, können Sie das gerne machen. Sie kriegen keine Pluspunkte dafür, dass Sie sagen, es geht hier übrigens um das negative Interesse. Das ist nicht für die Falllösung relevant. Sie sollten den Ausdruck aber kennen, falls ihn jemand anderes verwendet. Negatives Interesse kommt daher, dass wir uns einfach das Ganze hinwegdenken und so tun, als wäre das nie passiert. Jemand kommt zu Ihnen und will Ihnen irgendwas verkaufen und Sie nehmen den Kaufvertrag an, dann wäre das negative Interesse, es wird so getan, als hätten Sie sich nie getroffen. Das positive Interesse, das macht Ihnen ein Plus. Positiv heißt, Sie werden so gestellt, als wäre ordnungsgemäß erfüllt worden. Schadenersatz statt der Leistung ist immer positives Interesse. Statt der Leistung ist immer positiv. Außerdem haben Sie im ersten Semester 179.1 kennengelernt, wo auch drin steht Erfüllung oder Schadensersatz. Da meint Schadensersatz auch das positive Interesse. Das heißt, so als wäre der Vertrag ordentlich erfüllt worden. So, damit hat Herr Meinker letztes Mal aufgehört. Er hat Ihnen gesagt, das Schadensrecht soll Sie immer exakt auf Null bringen. Das bedeutet, Sie sollen nicht besser stehen als vorher, Sie sollen aber auch nicht schlechter stehen als ohne schädigende Ereignis. Sie sollen genauso stehen, als wären Sie nie geschädigt worden. Nicht besser und nicht schlechter. Und wir werden sehen, es gibt Fälle, wo das gar nicht so unproblematisch ist, wo Sie möglicherweise entweder besser oder schlechter stehen würden, obwohl Ihr Vermögen eigentlich neutral ist. Und diese beiden Sachen werden korrigiert durch die Vorteilsanrechnung und den normativen Schadensbegriff. Wir fangen an mit dem normativen Schadensbegriff. Das Ziel des normativen Schadensbegriffs ist, das sehen Sie hier, sicherzustellen, dass ein angemessener Ausgleich geleistet wird, obwohl Ihre konkrete Einbuße vielleicht geringer war. Wie kann das passieren, dass Sie objektiv keinen Verlust erlitten haben, aber letztendlich doch der Schädiger weniger zahlen muss, als er angerichtet hat? Nun, fangen wir mit dem einfachsten Fall an. Jemand fährt Ihnen in Ihr Auto rein und Sie haben total große Schäden. Aber Sie sind Hobbybastler und Sie machen das zu Hause alles wieder wie neu. Das heißt, Ihr Auto ist genauso wie vorher und Sie haben keine Vermögenseinbuße gehabt, weil Ihre Zeit haben Sie eh spaßeshalber mit dem Auto verbracht, weil Sie Autofan sind. Ja? Das ist Ihre Freizeit, Sie basteln gerne in Autos, das machen Sie und ob da einer reingefahren ist oder nicht, ist Ihnen egal. Dann sagt man, es kann vom Ergebnis her nicht sein, dass derjenige, der Ihr Auto beschädigt hat, davon profitiert, dass Sie Bastler sind. Sie bekommen also das Geld für eine vernünftige Reparatur, auch wenn Sie es selber machen und das Sie gar nichts kostet. Weil gesagt wird, das kann nicht zu dessen Vorteil sein, dass Sie alles selber machen können. Zweitens, die Nichtnutzung einer Sache. Jemand fährt Ihnen in Ihr Auto rein und Ihr Auto ist Schrott und muss in die Werkstatt und Sie können das 4 Wochen nicht nutzen, weil daran rumgeschraubt wird.
dann haben Sie nach dem BGB grundsätzlich einen Anspruch darauf, dass der Schädiger Ihnen einen Mietwagen zur Verfügung stellt oder die Taxikosten bezahlt oder Ähnliches. Jetzt können Sie aber, wenn Sie ganz sparsam sind, sagen, ich gehe ab sofort zu Fuß, ich jogge zur Arbeit oder fahre mit dem Fahrrad. Dann wird wieder gesagt, dass Sie so ein Sparfuchs sind, soll den Schädiger nicht begünstigen. Der Schädiger muss Ihnen trotzdem für die Nichtnutzbarkeit des Pkw Geld zahlen. Einen hypothetischen Schaden. Dass Sie sparsam sind, soll dem nichts nützen. Dritte Variante. Es kann passieren, dass eine Versicherung Ihnen Geld bezahlt. Sie haben zum Beispiel eine Hausratversicherung abgeschlossen. Wenn Ihnen dann die Kinder die Fensterscheibe einschlagen mit dem Ball, dann haben Sie von der Versicherung einen Anspruch auf Zahlung der Versicherungsleistung. Die geben Ihnen eine neue Scheibe. Oder wenn Sie eine Kaskoversicherung für Ihr Auto haben, dann zahlt die Kaskoversicherung Ihnen Geld, wenn das Auto beschädigt wird und Sie haben dann eigentlich keinen Schaden. Trotzdem, sagt das Gesetz, muss der Schädiger haften und wir haben dazu besondere Regelungen, die nämlich sagen, der Anspruch, den ich eigentlich hätte, der geht dann auf die Versicherung über. Das heißt, meine Kaskoversicherung kann sich dann mit der Haftpflichtversicherung des anderen Fahrers auseinandersetzen. Ich bin dann raus, habe mein Geld eh bekommen und die Versicherungen können das untereinander klären. Letzte Variante, es kann sein, dass Sie ein Kind angefahren haben. Dann gibt es bei dem Kind zu Hause Eltern und die sind verpflichtet, dem Kind Unterhalt zu gewähren. Und die versorgen das Kind und die legen es auf die Couch und das liegt dann da und guckt den ganzen Tag Fernsehen und isst Chips und wird dick. Und dann sagen sie, meine Güte, das Kind freut sich ja sogar darüber, das muss nicht in die Schule gehen, das hat da Unterhaltung zu Hause, kann sich ungesund ernähren, das wäre das Kind doch viel besser. Und dann sagt das BGB, auch davon sollen sie nicht profitieren, dass die Eltern das Kind versorgen müssen, die Versorgung durch die Eltern sollen nicht die Leute schützen, die das Kind verletzen. Also Sie sehen, das sind alles Fälle, wo das Opfer eigentlich keinen Schaden hat. Der eine hat Spaß am Schrauben, der andere liegt auf der Couch, der dritte kriegt Geld von seiner Versicherung und der hier sagt, Laufen ist doch auch gesund. Und trotzdem sagen wir, das kann nicht sein, dass er davon profitiert und deshalb muss der Schädiger trotzdem Geld bezahlen. Einverstanden? Das ist jetzt die Variante, wo das Opfer sozusagen gar keinen Schaden erlitten hat und trotzdem Geld bekommt. Die gegenteilige Konstellation gibt es aber auch. Das ist die Vorteilsanrechnung. Bei der Vorteilsanrechnung ist es so, das Opfer hat zwar rechnerisch einen Schaden erlitten, aber es hat auch Vorteile gehabt. Es hat profitiert davon, dass es geschädigt worden ist. Jetzt denken Sie sich, was kann man denn da für einen Profit von haben, dass man geschädigt worden ist? Schauen wir uns das mal näher an. Eine gesetzliche Regelung haben wir bereits kennengelernt. Nämlich in 285 Absatz 2 steht, wenn Sie vom Schuldner Abtretung von Ersatzansprüchen oder Herausgabe eines Ersatzes verlangen, wird das auf den Schadenersatz angerechnet. Sie erinnern sich düster? Wenn die Sache weiterverkauft, können Sie von dem den Kaufpreis verlangen. Dann können Sie aber nicht zusätzlich noch darüber hinaus den Schadensersatz verlangen, das wird verrechnet. Und diese Verrechnung gibt es über diese Fallgruppe hinaus auch in anderen Gestaltungen. Und ich habe hier wieder eine Liste aufgestellt. Die erste Variante ist so ein bisschen RTL-mäßig. Wertsteigerung durch Zerstörung. Sie haben ein wunderbares, antikes Haus in Bonn. Steht unter Denkmalschutz. Klein, eng, unbequem. Jetzt kommt der IS und der IS legt eine Bombe und Ihr Haus fliegt in die Luft. Puff. Und Sie denken sich, coole Sache, jetzt kann ich ja nämlich einen Mehrfamilien-Riesenblock hinsetzen und verdiene damit jeden Monat 5.000 Euro mehr an Miete. Das heißt, Sie machen einen Gewinn daraus, dass der Schädiger Ihnen Ihr Haus zerstört hat. Denn Sie haben jetzt viel mehr Wert an dem Grundstück. Das denkmalgeschützte Haus hätten Sie nie nutzen dürfen. Jetzt können Sie da einen hässlichen Mehrfamilienbungalow hinsetzen und machen damit einen riesen Reibach. Oder noch besser RTL-mäßig,
Sie haben eine antike Kommode und Sie geben die in die Werkstatt, damit die saniert wird. Und da ist der Lehrling und der Lehrling macht Mist und das ganze Ding zerbricht völlig. Und innen drin finden sich dann echte Goldmünzen. Ja? Da wird man gesagt, wenn der es nicht kaputt gemacht hätte, hätten Sie die Goldmünzen nie gefunden. Und die Goldmünzen sind mehr wert als die antike Kommode. Also wird gesagt, muss Ihnen dieser Vorteil, dass Sie die Goldmünzen entdeckt haben oder dass Sie jetzt hier ein Grundstück in Top-Lage in Bonn haben, wo Sie draufsetzen können, was Sie wollen oder sogar enorme Mieteinnahmen erzielen, dieser Vorteil wird abgezogen vom Schaden. Ja? Spannend. Dann, zweite Variante. Sie haben einen Autounfall und kommen ins Krankenhaus. In der Zeit, wo Sie im Krankenhaus sind, müssen Sie aber zu Hause nicht heizen, Sie müssen das Licht nicht anschalten, Sie müssen kein Essen kaufen und dieses Geld, was Sie da sparen, wird Ihnen angerechnet auf den Schadensersatz. Das heißt, es wird gesagt, Sie sparen ja Geld dadurch, dass Sie im Krankenhaus liegen. Und das wird schlicht abgezogen. Da sind Sie entsetzt, ne? Das hätten Sie nie gedacht. Dann die Variante neu für alt. Sie haben ein Auto. Das Auto ist gerade mal ein Jahr alt. Jetzt fährt Ihnen einer rein, Totalschaden. Dann können Sie kein ein Jahres altes Auto kriegen, was genauso ist wie Ihr altes. Stattdessen kriegen Sie einen Neuwagen. Der Neuwagen ist aber mehr wert. Also wird gesagt, müssen Sie die Differenz zwischen einem Gebrauchtwagen von einem Jahr und dem Neuwagen selber tragen. Denn Sie haben was Besseres bekommen, als Sie vorher hatten. Also zahlen Sie die Differenz für das, was Sie hinterher besser haben. Und letzte Variante, sowieso Kosten. Der typische Fall hier sind wieder Steuerberater. Der Steuerberater macht Ihnen eine schlechte Steuererklärung und das Finanzamt lehnt die ab. Das prüft ja und sagt, das ist alles Quatsch. Und daraufhin müssen Sie eine Steuernachzahlung leisten. Die Steuernachzahlung beruht aber nicht darauf, dass die Steuererklärung schlecht ist, sondern sie beruht schlicht darauf, dass Sie ohnehin hätten Steuern nachzahlen müssen. Das heißt, die Steuernachzahlung können Sie dem Steuerberater nicht anlasten, außer es ist halt so, dass irgendwelche rechtlichen Möglichkeiten bestanden hätten. Aber Sie können sozusagen nicht sagen, nur weil ich jetzt nachzahlen muss, ist das von dem zu decken. Anderes Beispiel für Sowieso-Kosten ist, wenn Sie ein Unternehmen haben und Mitarbeiter haben, dann beschäftigen Sie die Mitarbeiter sowieso. Sie zahlen ihnen jeden Monat ihr Gehalt, egal ob die was tun oder nicht. Das heißt, diese laufenden Kosten können Sie nicht als Schaden in Rechnung stellen. Das Ganze hat aber auch Grenzen. Sie müssen nicht jeden Vorteil anrechnen. Und das typische Beispiel ist Spenden. Ja, also wenn Sie ein armes Kind sind und schwer behindert sind nach dem Unfall, dann kann es passieren, dass Menschen Ihnen Geld spenden und sagen, hier für eine Heilbehandlung kriegst du 1 Million. Das hatte ich, als ich Referendar war bei der Staatsanwaltschaft. Da gab es nämlich ein Kind von Zigeunern und das Kind hatte angeblich eine Krankheit, die nur geheilt werden konnte von einem Spezialisten irgendwo in Osteuropa. Das war dann bei Stern-TV im Fernsehen und in allen Zeitungen, der Bunte, in der Bild. Und die Leute haben gespendet, 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 gespendet. Und es war ein Betrag von 500.000 Euro da. Und dann ging das Kind zu einem Arzt und der Arzt sagte, nur ist eigentlich kerngesund. Und man hatte jetzt das praktische Problem, mit dem man sich beschäftigen kann als Strafrechtler, wem gehört eigentlich dieses ganze Spendengeld? Das lag auf einem Konto in Luxemburg und die Eltern stritten sich darum, ob es der Mutter oder dem Vater gehörte. Und das sagt er halt. Also sehr schwierig, strafrechtlich sehr interessant, müssen Sie aber das nicht können. Also Spenden werden nicht angerechnet. Spenden nicht. Weil man sagt, der Spender will ja nicht den Schädiger entlasten, der Spender will dem Opfer was Gutes tun. Ebenfalls nicht angerechnet werden eigene Leistungen des Geschädigten. Wenn der Geschädigte sich sozusagen im eigenen Zopf aus der Suppe zieht, wird das nicht als Vorteil angerechnet, sondern es wird nur als Nachteil berücksichtigt. Ebenfalls nicht Zahlung von Unterhaltspflichtigen. Wenn jetzt auf einmal der Vater kommt und das Kind gut versorgt, ist das auch nicht zur Entlastung des Schädigers. Und last but not least, eigene Leistungen, wenn der Geschädigte sozusagen aus
der Zitrone irgendwie eine Limonade macht und sagt, hier, ich habe einen tollen Gewinn gemacht, wird dieser Gewinn durch eigenes Marketinggeschick auch nicht angerechnet. Ja? Der Unterschied ist zwischen dem unten rechts und dem oben rechts. Der oben rechts soll Ihnen sagen, das ist der reine Ausgleich, ich habe sozusagen den Schaden wieder weg, ich beseitige den. Und unten ist darüber hinaus, ich mache einen Profit damit, in dem Sinne, dass ich sage, ja, jetzt bin ich Unfallopfer und werde zum Fernsehstar oder sowas. Also dann mache ich nicht nur sozusagen den Schaden weg, sondern ich mache einen Profit daraus, indem ich mich selber vermarkte und sage, hier, dieses zerstörte Auto ist ein Designobjekt und ein Kunstsammler zahlt mir dafür 100 Millionen, weil er sagt, das sieht wirklich toll aus. Solche Fälle sind damit gemeint. Also, das war die Frage, was ist ein Schaden? Jetzt kommen wir zu dem, was wir im Strafrecht alle lieben, nämlich Kausalität und objektive Zurechnung. Erinnern Sie sich düster daran? Das macht man im Strafrecht immer so. Und das können wir ganz einfach machen. Wir fangen an mit dem, was Sie alle kennen, die sogenannte Äquivalenztheorie. Die sagt, alle Voraussetzungen sind gleichwertig und wir können es einfach testen mit dem Conditio sine qua non Test. Wir denken uns die Ursache hinweg und gucken, ob der Schaden immer noch da wäre. Wäre der Schaden ohne Pflichtverletzung immer noch da, dann ist es wohl nicht kausal. Die Zivilrechtler sind aber viel cooler als die Strafrechtler, weil die haben noch eine zweite Theorie. Und die zweite Theorie heißt Adäquanztheorie. Und die Adäquanztheorie besagt, es darf nicht außerhalb jeder Lebenswahrscheinlichkeit liegen, dass diese Pflichtverletzung zu diesem Schaden führt. Ja? Es darf nicht so unwahrscheinlich sein, dass man ja sagt, das hätte auch nicht passieren können. Und dann kommen wir zum letzten Begrenzungskriterium. Das kennen Sie hoffentlich auch schon aus dem Strafrecht, nämlich aus der objektiven Zurechnung. Nämlich, es geht um den Schutzzweck der Norm. Und da soll abgegrenzt werden, das allgemeine Lebensrisiko, dass Ihnen ein Klavier auf den Kopf fällt oder dass Sie vom Blitz getroffen werden, von dem Risiko, was konkret durch die Sorgfaltsnorm verhindert werden soll. Das kennen Sie alle aus dem Strafrecht, das heißt, das sollte für Sie alles Routine sein. Äquivalenztheorie, alle Ursachen sind gleichwertig, deshalb äquivalent, weil alles gleichwertig ist. Selbst die unbedeutendste Tatsache genügt, Sie kennen das, der Flügelschlag eines Schmetterlings sorgt für einen Tornado am anderen Ende der Welt. Im Zivilrecht die typischen Beispiele, Sie schubsen Ihren Kumpel, der fällt hin und hat danach einen Hirnschlag, weil er nämlich einen sogenannten Glasschädel hatte. Dann sind Sie im Zivilrecht dran und müssen dann lebenlang für den Unterhalt zahlen. Weil das Zivilrecht sagt Ihnen, es ist alles so zuzurechnen, wie es ist. Sie müssen das Opfer so nehmen, wie es Ihnen begegnet. Auch die Bluterfälle, jemand wird verletzt, hat eine Blutgerinnungsstörung, zack, sind Sie dran und müssen für dessen Nachkommen die Rente zahlen. Also, Sie sehen, Zivilrecht hart, aber fair. Ich habe Ihnen einen tollen Fall mitgebracht, um Sie zu verwirren. Und dieser Fall spielt in einem Casino. Ah, schon dramatisch, Ocean's 11-mäßig. Es gibt den Kassierer K, der arbeitet im Casino. Spielbank B, deshalb heißt die B. Und der Kassierer K nimmt 15.000 Euro aus der Kasse. Sein Freund F, den man nicht kennt im Casino, soll diese 15.000 Euro nehmen, die alle auf Rot setzen und damit viel Geld machen. Und danach ist der Plan, teilen sich die Gewinne. Und die 15.000 Euro kommen wieder zurück in die Kasse und die Gewinne bleiben bei F und K. Das ist der Masterplan. Dummerweise, der F spielt und verliert die gesamten 15.000. Und zwar verliert er die praktischerweise im Spielcasino, und zwar im selben Spielcasino, in dem das Geld auch sozusagen entwendet wurde. Frage, kann B, das Spielcasino, von K, dem Kassierer, der in die Kasse gegriffen wird,
aus 280 Absatz 1 Ersatz von 15.000 Euro verlangen. Was meinen Sie dazu? Was prüfen wir da zuerst mal? Was brauchen wir für einen Anspruch aus 280.1? Ja? Ja? Ja. Wir brauchen ein Schuldverhältnis. Das wird hier wohl ein Dienstvertrag sein im Sinne von 611, beziehungsweise konkret ein Arbeitsvertrag. Das liegt also vor. Was brauchen wir noch für einen Anspruch aus 280.1? Dienstvertrag gleich Schuldverhältnis, kein Problem. Was brauchen wir noch? Ja, wir brauchen eine Pflichtverletzung. Und worin könnte die bestehen? Ja. 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 So ist es. Also die Leistungspflichten hat der Ordnungsgemäß erfüllt. Er hat gearbeitet in seiner Arbeitszeit, aber er könnte eine Rücksichtnahmepflicht aus 41.2 verletzt haben. Hier hat er das Eigentum an den Geldscheinen beeinträchtigt, indem er das Geld genommen hat. Also haben wir eine Eigentumsverletzung und damit eine Rücksichtnahmepflichtverletzung. Was brauchen wir dann als nächstes? Ja. Ja, in der Tat, wir brauchen keine Voraussetzung nach 280 2 oder 3, der Bedingung der Leistung oder irgendwas, sondern wir brauchen nur noch vertreten müssen, 280 Absatz 1 Satz 2. Hier hat er sogar einen Tatplan gehabt, das heißt, er handelte absichtlich, dolus directus 1, also vertreten müssen, unproblematisch gegeben. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, wir bräuchten einen Schaden. Hat das Casino, hat B einen Schaden? Prüfen wir mit der Äquivalenztheorie, wie stand das Casino vorher, bevor die Pflicht, oder wie steht das Casino ohne die Pflichtverletzung? Wir denken uns hinweg, dass der K in die Kasse gegriffen hätte, wie stände das Casino dann da? Ja. In der Tat, man könnte sagen, es hätte 15.000 in der Kasse gehabt, es hat jetzt 15.000 in der Kasse, steht auch genauso da wie vorher. Die Pflichtverletzung hat also keinerlei Auswirkungen gehabt auf die Vermögenssituation. Wenn ich mir jetzt nur diesen Begriff in die Kasse denke und dass der F selbst 15.000 Euro mitgebracht hätte, dann hätte das Casino jetzt 15.000 Euro mehr. Ja, dürfen wir das? Wenn wir denken, dass der F 15.000 mitgenommen hätte, hätte das Casino 15.000 mehr. Ja, wenn ich im Lotto gewonnen hätte heute Morgen, wäre ich auch eine Million reicher. Ja, das ist ja die Frage. Dürfen wir das hinzudenken? Ich kann Ihnen auch sagen, der F hätte gar keine 15.000 gehabt. Der ist ein armer Mensch. Die Nummer haben die deshalb gemacht, weil die halt kein Geld hatten. F und K. Das ist ein echter Fall, den habe ich mir nicht ausgedacht. Der ist so passiert. Vor dem BGH. Ja? Das heißt, letztendlich wahrscheinlich wird es nicht. Der kann sich wirklich keinen Schaden verlangen. Strafrechtlich ist es selber noch angefallen. Ja, strafrechtlich. Denken Sie mal, Casino, haben die Interesse daran, dass jemand für ein Jahr ins Gefängnis geht, das ist wie auch Peanuts. Die schlagen den zusammen und dann kann er gucken, was passiert. Ja? Ja, das scheint mir nicht ganz dumm nach dem normativen Schadensbegriff. Der BGH hat sich viel einfacher gemacht. Der hat uns ganz anders abgestellt als Sie. Der hat nämlich nicht abgestellt auf die 15.000, die aus der Kasse entnommen sind, sondern der BGH hat worauf abgestellt? Ja? Man könnte ja sagen, dass in der Zeit, in der die Mitarbeiter mit dem eigenen Geld vielleicht bei dem Freistaat durchführen, diese Arbeitszeit verloren. Ach. Dass
Der hat eigentlich den Freund spielen lassen. Genau aus dem Grunde hat er nicht selber gespielt. Ja, das ist schon nah dran. Ich würde sagen, ja, ja, Spaß, der Ludwig sagt, der F kann sein eigenes Geld, weil die Geld abgibt, sondern halt das Geld von dem Casino selber. Ja. Also der quasi da, bei dem Geld, was er da abgegeben hat. Ja. Da liegen wir beim eigentlichen Punkt. Das Casino lebt ja davon, dass auch jemand mal gewinnen kann, hoffen wir. Und das Casino hat dem hier eine Gewinnchance verschafft. Und diese Gewinnchance verschafft das Casino normalerweise nur, wenn man 15.000 auf den Wert auf den Tisch legt. Und diese Gewinnchance hat offenbar einen Marktwert von 15.000, weil es gibt Menschen, die legen für diese Chance zu gewinnen wirklich 15.000 auf den Tisch. Das heißt, der Schaden liegt nicht in den 15.000, die weggenommen worden sind, sondern der Schaden liegt darin, dass das Casino ihm eine Leistung gegeben hat, die Gewinnchance auf 15.000, also die Chance zu spielen, die einen Marktwert von 15.000 Euro hat, wo nämlich jeder normale Mensch 15.000 für auf den Tisch legt. Er hat aber null gezahlt, also hat das Casino 15.000 ihm geschenkt, in Anführungszeichen, und das ist der Schaden des Casinos. Dass ihm sozusagen eine Gewinnchance mit einem Marktwert von 15.000 für null gegeben haben. Ja? Und dieser Schaden beruht gerade auf der Pflichtverletzung, denn durch das Vorlegen von 15.000 in Scheinen konnte er den Eindruck erwecken, er hätte das Geld. Hat es aber gar nicht. Und dann haben sie auch kein Problem, dann muss er halt diesen Schaden ersetzen, er muss das Casino so stellen, als hätte er die Gewinnchance für Geld gekauft, muss also die 15.000 Preis für die Teilnahme am Casino als Schaden ersetzen. Also nochmal, es geht nicht um die 15.000, die er weggenommen hat. Die waren sozusagen nur für den Zaubertrick notwendig. Der Vorwurf ist, er durfte spielen, was normalerweise Geld kostet. Und statt dieses Geld zu bezahlen, hat er einfach gelogen. Das heißt, im Casino ist das Geld für das Spielen entgangen, der Kaufpreis für die Teilnahme am Spiel. Und den kann es geltend machen. So sagt es der BGH und so scheint es mir auch richtig. So, die Äquivalenztheorie ist aber unfair, weil die Äquivalenztheorie Ihnen unbegrenzt Schadensfolgen zurechnet. Sie schlagen jemanden, und irgendeiner auf der Straße sieht das und denkt sich, oh nein, oh nein, oh nein, kriegt einen Herzinfarkt. Dann sagt man, wir können uns die Schlägerei nicht hinwegdenken, ohne dass der Schockmoment bei dem Zuschauer entfallen würde. Das heißt, diese ganze Äquivalenztheorie führt in einen riesigen Chaosbereich. Sie haben keine Chance zu kontrollieren. Und im Zivilrecht muss sich Ihr Vorsatz nur beziehen auf die Pflichtverletzung, nicht auf den Schaden. Das heißt, der Schaden kann Milliarden betragen. Wir haben schon gesprochen über einige Fälle, als wir gesprochen haben, zum Beispiel über diesen Fall mit der Mühle. Erinnert sich düster, es gibt diese Mühle, die Mühle brennt ab und dadurch kann er sein Mehl nicht liefern. Dann kann es sein, dass der Bäcker konkret einen Großauftrag hätte und mit dem Mehl aus der Mühle Hunderte von Millionen machen könnte. Und das BGB kennt das Problem und hat es geregelt in 254 Absatz 2, erste Variante. Da steht nämlich drin, Sie müssen als Gläubiger den Schuldner darauf aufmerksam machen, dass Ihnen ein besonders hoher Schaden droht. Das heißt, wenn Sie als Topmodel zum Friseur gehen, müssen Sie dem Friseur sagen, ich bin im Übrigen Model und wenn meine Frisur schlecht ist, dann kriege ich keine Aufträge mehr und ich habe einen Millionenverlust. Wenn Sie ein Notebook kaufen und sagen, ich brauche das für meine Schwerpunktarbeit,
Und wenn das zu spät kommt, falle ich durchs Examen und dann habe ich Millionen Verluste, weil ich am Ende Top-Anwalt oder Top-Anwältin geworden wäre, dann müssen Sie das vorher sagen. Sonst können Sie diesen hohen Schaden nicht geltend machen. Sie müssen also warnen, wenn Sie besonders wichtig sind oder die Leistung für Sie besonders wichtig ist. Wenn Sie das nicht tun, wird dann nur das Normale ersetzt. Das reicht aber nicht. Und das BGB beschäftigt sich auch mit den Fällen, die Sie im Strafrecht kennengelernt haben, mit kumulativer und alternativer Kausalität. Kumulative Kausalität kennen Sie alle. Zwei Leute verursachen zusammen den Erfolg. Es gibt eine Suppe, der eine schüttet Gift da rein, was Bauchschmerzen verursachen würde, und der andere schüttet Gift da rein, was auch Bauchschmerzen verursachen würde. Dummerweise zusammen wirken die beiden Giftdosen tödlich. Dann sagen wir im Zivilrecht, wenn die einen gemeinsamen Tatplan haben, haben wir kein Problem, dann wird das zugerechnet einander. Genauso wie im Strafrecht 25 StGB. Genau das Gleiche. Wenn die keinen gemeinsamen Tatplan haben, haben wir keine Regelung, dann haftet jeder nur für seinen Verschuldensanteil, aber da wir im Zivilrecht gelernt haben, jede Ursache genügt, haftet damit auch grundsätzlich jeder uneingeschränkt. Dann haben wir die Fälle der alternativen Kausalität. Alternative Kausalität heißt, der Erste schüttet Gift in die Suppe, was das Opfer sofort töten würde. Und bevor er die Suppe essen kann, kommt noch ein anderer und schüttet auch nochmal Gift in die Suppe, was ihn töten würde. Das heißt, wir haben zwei tödliche Dosen in der Suppe und es war entweder der A schuld oder der B schuld. An welchem Gift er gestorben ist, wissen wir nicht. Dazu haben wir im BGB auch eine Regelung und die sagt, wenn wir das nicht wissen, haften einfach beide. Also wenn Sie zwei Leute haben, haften immer beide. Was anderes gilt immer dann, wenn es außer den beiden noch eine dritte Ursache geben könnte. Wenn am Herzinfarkt gestorben sein könnte oder am Gift, dann haftet keiner. Also es muss zumindest nachgewiesen sein, dass es einer der beiden ist. Dann spielt es keine Rolle, ob es A oder B ist. Wenn es dagegen Zufall sein könnte oder das Opfer selbst, ist man raus. Ja, ich habe Ihnen noch einen tollen Fall zur hypothetischen Kausalität mitgebracht. Auch das kennen Sie aus dem Strafrecht. Es gibt den A. Der A kommt in die Wohnung des B, wo er leicht fahrlässig eine Vase umstürzt. So, klirr. 5 Minuten später kommt ein großes Erdbeben und das Erdbeben sorgt dafür, dass das ganze Haus zusammenbricht. Das Haus ist platt. Damit ist nicht nur die Vase hin, sondern auch der Fernseher und das Bett, alles ist kaputt. Und der B sagt, okay, zumindest für die Vase möchte ich jetzt Schadensersatz haben von A. Hier nicht 280, weil kein Schuldverhältnis, sondern 823,1. Die Vase ist kaputt, Verschulden haben wir, Rechtswidrigkeit haben wir, alles schön und gut. Wir müssen nur beim Schaden wieder gucken, liegt hier ein Schaden vor. Hat unser B, der Eigentümer der Vase, einen Schaden dadurch, dass der A die Vase kaputt gemacht hat? Warum könnte man daran zweifeln? Die Vase wäre 5 Minuten später kaputt gegangen. Was macht man im Strafrecht in solchen Fällen? Nützt Ihnen das was, wenn Sie sagen, es wäre das Erdbeben gekommen? Nein, weil auch die 5 Minuten schützenswert sind. So ist es. Im Strafrecht würden wir sagen, nein, es sind ja auch die 5 Minuten und jede Minute zählt. Machen wir das auch im Zivilrecht so? Was meinen Sie? Würden Sie sagen, die 5 Minuten, klar, kriegt ihr den Wert der Vase ersetzt? Warum könnte man da vielleicht ein Problem haben? Warum könnte das problematisch sein? Klingt doch eigentlich ganz fair. 5 Minuten Vasengenuss. Ja. Ja, in der Tat. Unser Problem liegt darin,
Hätte der in den 5 Minuten so viel Wert aus der Vase gezogen, wie sozusagen der Neukaufpreis oder der Reparaturpreis gewesen wäre? Denn er hätte ja die Vase nur für 5 Minuten länger gehabt. Wie viel wäre die dann für ihn wert gewesen? Und der Normalfall ist, dass dieser Wertverlust mit 0 festzusetzen ist. Das heißt, er hat durch die frühere Zerstörung der Vase keinen Vermögenseinbuße gehabt. Das heißt, für diese Zeit gibt es dann auch keinen Schadensersatz, weil er nicht schutzwürdig ist für 5 Minuten. Wir haben dazu eine einzige Regelung im BGB, die können wir uns mal ganz kurz angucken, nämlich 844. Der betrifft den Fall, Sie haben den Vater V. Und Vater V versorgt seine Ehefrau und sein Kind, indem er ihnen jeden Tag was zu essen gibt. Und ein Dach über dem Kopf und Kleidung. Und Vater V wird erschossen von Mörder M. Mörder M erschießt Vater V. Dann sagt 844 Absatz 2 Satz 1, muss der Mörder M für die Zukunft Unterhalt leisten für die Kinder und die Ehefrau. Der muss die so stellen, als würde der Vater noch leben. Der muss ihm also Geld zahlen. Dach über dem Kopf geben, Kleidung und Essen. Aber, jetzt kommt der wichtige Teil für unsere Variante, steht da, als der Getötete während der mutmaßlichen Dauer seines Lebens verpflichtet sein würde. Und die Aussage soll bedeuten, wenn der ohnehin schon bald gestorben wäre, muss ich nur für die Zeit zahlen, die er noch gelebt hätte. Wenn Sie also wissen, der hat eh schon Krebs gehabt und würde noch eine Woche leben, müssen Sie nur für die eine Woche Unterhalt leisten, danach keinen Unterhalt mehr. Anders ausgedrückt, es soll keiner einen Gewinn davon tragen, dass jemand vorzeitig stirbt. Es soll maximal bis zur normalen Lebensdauer Schadensersatz geleistet werden, nicht länger. Dafür gibt es dann Sterbetabellen, Sie können gucken, wie lange ein Mensch lebt und sagen, okay, da ist nicht mehr viel zu holen. Wenn der hypothetische Kausalverlauf dazu führen würde, dass der Schädiger wieder verantwortlich wäre, das heißt, wenn er sagt, naja, 5 Minuten später habe ich eine Wohnung ohnehin in die Luft gejagt, dann spielt es keine Rolle, welchen Kausalverlauf Sie nehmen, das ist irrelevant. Solange der Schädiger nach jedem Kausalverlauf ohnehin ursächlich geworden wäre, gibt es immer Schadensersatz. Wenn ein dritter Ersatz pflichtig wird, haben Sie hier das Wahlrecht, wen Sie in Anspruch nehmen. Sie können also sowohl den Dritten als auch den Täter in Anspruch nehmen. Und last but not least, für alle anderen Fälle müssen Sie gucken, ob konkret ein messbarer Schaden dadurch entstanden ist, dass die Sache für die paar Minuten oder Stunden nicht genutzt werden konnte. Diesen Schaden müssen Sie ersetzen, den Schaden insgesamt jedoch nicht, weil der nicht auf Ihnen beruht, sondern der wäre auch später eingetreten. Zusammengefasst, die hypothetische Kausalität nützt dem Täter im Zivilrecht etwas, im Strafrecht nicht. Sie können also sagen, Sie müssen nur das ersetzen, was sozusagen unmittelbar durch Sie verursacht worden ist. Spätere Ereignisse nützen Ihnen grundsätzlich. So, dann kommen wir jetzt zu der Spezialität im Zivilrecht, der Adäquanztheorie. Die Adäquanztheorie heißt, Sie müssen prüfen, ob der Schaden so unwahrscheinlich war, dass damit kein Mensch mehr rechnen musste. Völlig außerhalb jeder Wahrscheinlichkeit. Und das ist so gut wie nie der Fall. Ich habe mir 100 Jahre Rechtsprechung angeguckt und ich habe insgesamt 3 Fälle gefunden. Das heißt, es kommt eigentlich nie vor. Das hier ist so ziemlich der einzige Fall aus neuerer Zeit. Und zwar, A und B haben einen Unfall. Dummerweise ist B ein Geldtransporter einer Bank. Der Geldtransporter wird irreparabel beschädigt und von der Polizei auf den Polizeiparkplatz abgeschleppt.
Rundherum befinden sich Polizisten. Und nun passiert Folgendes: Das Auto wird repariert. Dummerweise stellt sich am Ende heraus, die 100.000 Euro, die hinten im Geldtransporter drin waren, sind weg. Und jetzt möchte gerne die Bank Schadensersatz von demjenigen, der den Geldtransporter angefahren hat, den Unfall verursacht hat. Und sagt, du zahlst 100.000, denn denken wir uns den Unfall hinweg, wäre das auch nicht auf dem Polizeiparkplatz gelandet? Und wenn es auf dem Polizeiparkplatz gelandet wäre, wäre es bei seinem Ziel angekommen und die 100.000 wären da. Jetzt war es auf dem Polizeiparkplatz, 100.000 sind geklaut worden. Und da hat das Gericht gesagt, es sei so unwahrscheinlich, dass auf einem Polizeiparkplatz aus einem dort abgestellten Auto Geld geklaut wird, dass man damit als Unfallschädiger nicht rechnen muss. Wenn ich einen Geldtransporter anfahre, muss ich nicht damit rechnen, dass die Polizisten 100.000 Euro davon klauen. Das sei außerhalb jeder Lebenswahrscheinlichkeit. Also Sie sehen, das müssen schon Fälle sein wie im Kino. So, wir haben gesehen, die Äquivalenztheorie nützt so gut wie gar nichts. Die Adäquanztheorie betrifft nur total komische Fälle. Das heißt, was Sie in der Klausur näher prüfen müssen, ist das Dritte, den Schutzzweck der Norm. Und der Schutzzweck der Norm besagt ganz einfach, es muss sich das allgemeine Lebensrisiko realisiert haben, nicht hingegen das konkrete Risiko, was durch die Pflichtverletzung geschaffen worden ist. Und da spielt insbesondere das rechtmäßige Alternativverhalten eine Rolle. Das heißt, wir müssen überlegen, was wäre denn, wenn er pflichtgemäß gehandelt hätte, wäre der Schaden dann genauso eingetreten. Besonders schwierig ist dabei die psychische Kausalität. Was meine ich mit psychischer Kausalität? Normalerweise würde man sagen, wenn ich jemanden ersteche, bin ich halt schuld. Wenn Sie aber ein raffinierter Mörder sind, dann verkleiden Sie sich als Gespenst und erschrecken denjenigen so, dass er rückwärts die Treppe runterfällt. Sie sagen, buh, und dann geht er immer weiter zurück und zurück und irgendwann fällt die Treppe runter. Dann ist er tot. Das funktioniert genauso gut wie das Erstechen, aber hinterher sagen Sie, das war ja dessen Entscheidung. Der ist ja freiwillig zurückgegangen. Seine Entscheidung gewesen, der hat die Wunde selber umgebracht, das ist ja sein Problem, nicht meins. Im Strafrecht haben wir da nie ein Problem mit, im Zivilrecht ist das schon interessant, weil wir uns nämlich fragen müssen, ist der Schädiger verantwortlich oder das Opfer? Denn es gibt ja verrückte Menschen. Zum Beispiel, wenn Sie jemanden böse angucken, gucken so, dann denkt sich derjenige, oh nein, und rennt zu einem Psychotherapeuten und das kostet dann 100.000 Euro. Und die Psychotherapiekosten müsste ich dann bezahlen. Dann stellt sich die Frage, das ist ja seine Entscheidung gewesen, jetzt wegen dieses bösen Blickes in Therapie zu gehen, muss ich diese Kosten tragen. Und im Zivilrecht haben wir dazu einen ganz einfachen Test. Und der Test ist, durfte derjenige sich herausgefordert fühlen? War sozusagen der böse Blick eine Herausforderung und geh jetzt mal zum Psychiater, es wird dringend Zeit. Wenn das so ist, wenn jeder vernünftige Mensch in dieser Situation so reagiert hat, wird mir das zugerechnet. Wenn es dagegen ein vernünftiger Mensch nicht getan hat, wird es mir nicht zugerechnet. Klar der Unterschied? Der Test ist, wie würde sich ein vernünftiger Mensch in der konkreten Situation verhalten? Würde er diese Kosten entstehen lassen oder würde er sie nicht entstehen lassen? Und das ist der Test, den Sie anlegen müssen. Nein, heutzutage doch nicht. Gucken Sie mal morgens Fox oder RTL oder RTL 2. Also die Lebenswahrscheinlichkeit sagt, es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass das so passiert. Also Menschen sind sowas von empfindlich heutzutage, sie werden überrascht. Das liegt nie außerhalb der Lebenswahrscheinlichkeit. Nur ob es vernünftig ist oder nicht vernünftig ist, das ist eine andere Frage. Da sagen wir als Juristen, in unserer Lebenserfahrung ist das völlig blöd, das wird doch keiner machen.
Da kommen auch lustige Fälle auf Sie zu. Da gibt es dann zum Beispiel diesen tollen Fall. Da gab es dieses Kind, das war 15 Jahre alt, hat einen Ladendiebstahl begangen oder sollte jetzt Freizeitarrest kriegen. Jugendknast. Ja? Und dann kam der Polizist, um das abzuholen. Und das Kind sagte, ich gehe noch mal kurz aufs Klo. Und ging ins Badezimmer rein, schloss die Tür ab. Und man hörte nur Fenster auf. So, der Polizist sagt, ich trete jetzt mal die Tür ein, trat die Tür mit Schwung ein, sah das Fenster offen und sprang mit Schwung aus dem Fenster raus, um dem Kind hinterher zu rennen. Dummerweise, was der Polizist dabei nicht gesehen hatte, war, dass vor dem Fenster ein Graben war und er fiel in den Graben rein und brach sich ein Bein. Und jetzt war das Land NRW in Sorge, weil sie den Polizisten halt freistellen mussten und dem Krankengeld zahlen mussten und ähnliches. Und die verklagten jetzt den Jungen auf Schadensersatz für diese Behandlungskosten. Und der Junge sagte, Moment mal, ich bin minderjährig, ich wohne eh bei meinen Eltern, ich wäre zwar abgehauen, aber irgendwann hätte ich ja doch wieder zurückgemusst. Das war gar nicht nötig, mich zu verfolgen, man hätte einfach nur abwarten müssen und irgendwann hätte man mich ja wieder geschnappt. Also diese ganze Stuntnummer mit Tür eintreten, aus dem Fenster springen, das mag ja im Fernsehen ganz spektakulär sein, aber ist auch selber schuld, wenn der Polizist so überreagiert. Und dann war die Frage, würde ein vernünftiger Polizist einem Kind hinterherrennen, was wegen einer Jugendtat verfolgt wird? Und was meinen Sie, was macht ein vernünftiger Polizist? Türen eintreten. Was haben wir denn hier zu lachen? Was macht der vernünftige Polizist? Das war auch Ihre Erfahrung. Aus eigener Erfahrung, was machen die immer so? Sie müssen mehr Fernsehen gucken, dann sehen Sie auch solche Fälle. Ja? Ah, bist du schon lange abgehauen? Also der BGH hat gesagt, Polizisten stehen in Deutschland für Recht und Ordnung und die dürfen ihr Leben einsetzen, um einen Straftäter zur Rechenschaft zu ziehen. Und wer sich der Strafverfolgung entzieht, der kann auch mit allen Mitteln verfolgt werden. Das heißt, der Polizist darf alles geben, auch für solche geringfügigen Sachen. Das Recht braucht dem Unrecht nicht zu weichen. So. Ja. Nein, warum hätte er das nicht gemacht? Ganz einfach, weil der so schnell wie möglich hinter dem Jungen her musste, damit er ihn auch noch erwischt. Der ist ja viel jünger und sportlicher möglicherweise. Der Polizist mit seiner Uniform ist ja viel langsamer, also ist jede Sekunde wichtig und dann springt man halt mit Schwung durch die geschlossene Fensterscheibe im schlimmsten Fall noch. Haben Sie noch nie Fernsehen geguckt, so Alarm für Cobra 11? So, zack! Die gucken nie vorher raus und sagen, oh, das ist aber tief. So, wir haben jetzt erstens festgestellt, was ein Schaden ist. Zweitens haben wir gesehen, welche Schäden beruhen auf der Pflichtverletzung, nämlich solche, die äquivalent kausal sind, adäquat kausal sind und im Schutzzweck der Sorgfaltsnorm. Jetzt kommen wir zur letzten Voraussetzung, nämlich wie werden Schäden ersetzt. Und darüber haben wir schon mal gesprochen, wenn Sie sich düster erinnern. Wir haben uns nämlich angeguckt, 249 folgende. Und nach 249.1 erfolgt der Schadensersatz grundsätzlich in dem Wege, dass der Zustand hergestellt wird, der ohne das schädigende Ereignis bestanden hätte. Das bedeutet, wenn jemand Ihnen Ihr Auto zerkratzt hat, dann muss er den Kratzer wieder wegmachen. Wie er das macht, ist seine Sache. Wenn Sie jemand, wenn Ihnen jemand Haare ausgerissen hat, muss er Ihnen Haare wieder an den Kopf bringen. Wie er das macht, ist ihm überlassen. Es gibt einen gewissen Streit, ob der Schadensersatz immer durch Reparatur erfolgen muss oder ob auch in Betracht kommt Schadensersatz durch Neubeschaffung. Die herrschende Meinung sagt, Sie können auch immer neue Sachen beschaffen. Wenn Sie also dieses Smartphone hier auf den Boden schmeißen und es kaputt geht,
haben Sie die Wahl, entweder in die Werkstatt zu gehen, wenn es repariert ist, oder mir ein neues Smartphone zu kaufen. Das ist Ihre Entscheidung. Diese Entscheidung wird aber geprägt durch das Wirtschaftlichkeitsgebot. Das Wirtschaftlichkeitsgebot heißt, dass grundsätzlich Sie als Opfer nicht profitieren sollen und der Schädiger immer den billigeren Weg gehen soll. Billiger heißt, wenn die Neubeschaffung 100 Euro kostet, die Reparatur 200, wird neu beschafft. Wenn die Neubeschaffung 200 kostet, die Reparatur 100, wird repariert. Das sagt das Wirtschaftlichkeitsgebot. Immer den billigsten Weg. Sie müssen sich als Opfer aber nicht auf den schlechtesten Weg einlassen. Wenn der sagt, ich kann das alles selber, ich schraube da mal dran rum, können Sie sagen, nein, ich möchte, dass ein Fachmann dran arbeitet, das dürfen Sie. Also insbesondere eine Körperverletzung haben und er sagt, nee, ich nähe Sie mal eben, ich habe was gelernt, dann können Sie auch ins Krankenhaus gehen. Es gibt aber eine Regel und die sagt Ihnen, Sie haben üblicherweise eine persönliche Verbindung zu Ihren alten Sachen. Wenn jemand in Ihr Auto reinfährt, dann möchten Sie nicht unbedingt einen gleich alten Gebrauchtwagen, sondern Sie möchten Ihr Auto behalten. Sie wissen zum Beispiel, immer wenn ich den vierten Gang schalte, dann ruckelt das. Das ist ein Gefühl, das brauchen Sie, das gibt Ihnen Sicherheit. Der Wechsel in den vierten Gang ist der Ruckelgang. Und deshalb wollen Sie Ihr Auto behalten. Und diese emotionale Bindung erkennt auch der BGH an. Und der BGH sagt, die Reparatur darf bis zu 130% der Ersatzbeschaffung kosten. Das heißt, Sie dürfen mehr Geld ausgeben für Reparatur als für Ersatzkauf. Weil diese emotionale Bindung soll ausgeglichen werden. Ich habe Ihnen das mal illustriert an einem Beispiel. Passen Sie jetzt auf. Ihr Auto ist beschädigt worden. Und nach 249.1 haben Sie Anspruch auf Naturalrestitution und die kann erfolgen entweder durch Reparatur des Autos oder durch Kauf eines Ersatzwagens. Ja, einverstanden bisher? Jetzt, die Reparatur kostet 13.000 Euro. Nach der Reparatur ist Ihr Auto im besten Fall genauso viel wert wie vorher. Das heißt, 13.000 sind die Kosten. Bei einem Ersatzkauf müssen vielleicht 10.000 Euro für ein Ersatzauto ausgegeben werden. Zudem haben Sie dann aber noch Ihr Schrottauto, was Sie verkaufen können. Das heißt, Ihr Schrottauto hat ja auch noch einen Restwert, notfalls Metallwert, der ist 1.000. Das heißt, die Reparatur kostet 13.000, die Ersatzbeschaffung kostet 9.000. Intuitiv ist es daher ganz offensichtlich, was können Sie nur verlangen vom Schädiger? Rein rechnerisch, was ist das Billigere? 9.000 Euro. Das heißt, Sie können nur verlangen, Kauf eines neuen Autos im Austausch gegen Ihr altes. Jetzt kommt aber der Rechentrick, den ich Ihnen eben geschildert habe, weil man nämlich sagt, das hier ist ja mehr wert als die 13.000, denn Sie haben ja noch Ihren vierten Gang, der Ihnen emotional wichtig ist. Deshalb rechnet der BGH so und sagt, okay, das neue Auto kostet 10.000, aber wir machen einen 30% Aufschlag auf diese 10.000. Das ist die sozusagen das, was hier der emotionale Wert ist. Also 3.000 Wertverlust dadurch, dass Sie nicht mehr Ihren geliebten vierten Gang haben. Außerdem sagt der BGH, der Restwert, der verbleibt, entspricht dem, was sozusagen hier durch die Reparatur schlechter wird. Denn ein repariertes Auto ist nie so viel wert wie ein originalgetreues, gar nicht reparaturbedürftiges Auto. Das heißt, den Restwert von 1.000 Euro setzen wir einfach mal auf 0. Dadurch kommt der BGH zu dem Ergebnis, dass hier auch 13.000 stehen. Ja? Also die 10.000 Kaufpreis plus die 3.000 Aufpreis
Und hier der Wert wird auf 0 gesetzt, weil man sagt, denkbar ist, dass hier das Auto auch weniger wert ist, weil es ein Unfallwagen ist. Damit, sagt der BGH, kostet das hier exakt das Gleiche. Ja? Da stehen 13.000, da stehen 13.000. Weil auf beiden Seiten das Gleiche steht, können Sie als Opfer entscheiden, wollen Sie das oder wollen Sie das? Ja? Gut, das ist 249.1. Aber wenn Sie 249 weiterlesen, sehen Sie, dass auch ein Absatz 2 hat. Absatz 2 sagt Ihnen, Sie können auch Geld verlangen. Hier kriegen Sie ein Auto neu oder Ihr Auto repariert. Wenn Sie stattdessen Geld sehen wollen, sagt er Ihnen, können Sie entweder das Auto in die Werkstatt geben und die Rechnung beim Schädiger einreichen, oder alternativ können Sie auch fiktive Kosten berechnen. Das heißt mit einem Kostenvoranschlag. Sie sagen hier, das ist der Kostenvoranschlag, da steht drauf, die Reparatur kostet 10.000 Euro, ich hätte gerne diese 10.000 Euro. Jetzt kommt das Wichtige, das einzig Wichtige auf dieser Folie. Hier gilt nicht das, was ich Ihnen eben gesagt habe. Hier werden keine 30% aufgeschlagen. Wenn Sie nur fiktiv die Kosten berechnen lassen und sagen, hier ist der Voranschlag, gilt immer das Billigste vom absoluten Wert. Das heißt, hier würden Sie maximal 10.000 kriegen, weil ein neues Auto 10.000 kostet. Die 130% gelten nur, wenn Sie auch wirklich reparieren lassen. Wenn Sie nur Geld haben wollen, kriegen Sie nur das Billigere von Reparatur oder Ersatzkauf. Ja, nochmal, Sie können entweder Geld verlangen, dann kriegen Sie den niedrigeren Betrag, oder Sie können Reparatur oder Ersatzkauf in Natur verlangen, dann kriegen Sie Reparaturkosten bis zu 130% des Wertes. So, damit sind wir mit dem Schaden durch. Donnerstag machen wir dann Aufwendungen und Leistungsverweigerungsrechte, das heißt 273, 320. Montag kommt dann das Kaufrecht, auf das Sie sich schon alle gefreut haben.